Es ist erstmal gut, dass der US-amerikanische Präsident Deutschland, aber auch andere Partnerstaaten nicht im Unklaren lässt über politische Entscheidungsfindungen. Mein Eindruck ist aber weiterhin, dass es eine sehr einsame Entscheidung ist. Sie ist ja auch in den USA höchst umstritten, weil dort auch diejenigen im Kongress, aber auch im Militärapparat wissen, was das für die Bewegungsmöglichkeiten der US-Streitkräfte in Europa und darüber hinaus bedeutet. Deutschland ist ein wichtiger Ankerpunkt, auch gerade für US-amerikanische Streitkräfte. Es zeigt auf der anderen Seite die Unberechenbarkeit des Präsidenten. Und wenn ich mir noch mal vor Augen führe, was er heute Morgen unserer Zeit gesagt hat, versteht er sich weniger als jemand, der Präsident einer Führungsnation ist, die versucht, mit liberalen Partnern auch gemeinsame Werte zu teilen, als vielmehr Inkasso-Eintreiber vor dem Hintergrund, wie er meint, dass Deutschland oder andere Staaten nicht gebührend militärische Ausgaben machen. Es ist ein komplett anderes Verständnis als das, was ich habe. Es wird mit Sicherheit für Deutschland, wenn er es dann so umsetzt, ich habe ja auch auf die Widersprüche innerhalb der innenpolitischen Diskussion in den USA hingewiesen. Kongressabgeordnete, einflussreiche Kongressabgeordnete haben ja auch Widerstand gegen diese Verlegung signalisiert. Werden wir natürlich auch darauf reagieren müssen. Das wird einzelne Bundesländer, in denen dieser Abzug dann erfolgt, möglicherweise auch treffen. Da wird der Bund möglicherweise auch reagieren müssen. Aber das wird alles davon abhängen, wie groß dann in der Tat letztlich auch der Abzug ist. Entscheidend ist aber zurzeit, dass mit diesem Präsidenten eine verlässliche Partnerschaft schwer umzusetzen ist und offensichtlich manche Diskussionen, die wir zu Recht hier in Deutschland führen, und die immer sozusagen als bündnisschädlich betrachtet werden, glaube ich, im Lichte seiner Handlungen doch durchaus konstruktiv weiterhin sind, im Gegensatz zu den Entscheidungen, die der US-amerikanische Präsident sozusagen sehr einsam für sich auch fällt. Die Tonalität des amerikanischen Präsidenten kann einen ja fast gar nicht mehr überraschen. Ich werte die jetzige Entscheidung nicht sicherheitspolitisch, sondern eher wahlkampftaktisch. Wenn ein Präsident seine Ankündigungen nicht realisieren kann, aus laufenden Auslandseinsätzen Truppen nach Hause zu holen, dann versucht er es offenbar über Stationierungsentscheidungen. Aber all das dient weniger einer außenpolitischen oder sicherheitspolitischen Konzeption und mehr Wahlkampfmotiven. Donald Trump hat ja angekündigt, 9.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Er selber versteht das wohl als Drohung. Wir als Linke sagen, wir finden das eine gute Sache und bitte nehmen Sie gleich die Atomwaffen mit. Es gibt bereits einen Beschluss des Bundestages, dass die Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden sollen. Es ist bisher nicht erfolgt. Hier muss die Bundesregierung wirklich dringend handeln. Ich glaube, man sollte mit großer Gelassenheit mit den Androhungen von Herrn Trump umgehen, denn dieser Präsident ändert seine Meinung sehr häufig. Es ist vollkommen unklar, ob er in der Lage ist, das in der Kürze der Zeit umzusetzen. Und vielleicht gibt es ja ab November einen Präsidenten in den USA, wo die Zusammenarbeit wieder auf eine verlässliche Basis gestellt werden kann.